Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seit Beginn dieses Jahres steht in der Wertekodex des Instituts der Wirtschaftsprüfer auf der Website des IDW zur Anwendung zur Verfügung. Der Kodex wurde über einen längeren Zeitraum diskutiert und entwickelt. Im letzten Jahr wurde er der Öffentlichkeit in einer dreimonatigen Konsultation vorgestellt und danach verabschiedet. Am gesamten Entstehungsprozess des Kodex war ein dreiköpfiger Beirat beteiligt. Drei Experten aus unterschiedlichen Bereichen haben mit ihrem Blick von außen dazu beigetragen, einen Berufskodex zu verfassen, der auch für die Öffentlichkeit Relevanz hat und verständlich ist. Die drei Beiräte brachten unterschiedliche Expertise aus Unternehmerschaft, Recht und Ethik in die Diskussion ein. Heute freue ich mich, als Beiratsmitglied Herrn Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff zu begrüßen. Herr Mellinghoff hat vor allem die rechtlichen Aspekte in die Diskussion mit eingebracht. Er ist Ihnen bekannt als ehemaliger Präsident des Bundesfinanzhofs und vormaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts. Herr Mellinghoff, ich werde jetzt drei Sätze beginnen, die ich Sie dann bitte zu vervollständigen. Herr Mellinghoff, der Wertekodex ist wichtig, weil... Weil er die wichtigsten Verhaltensregeln, Leitlinien und zentralen Wertvorstellungen enthält, die für den Berufsstand wichtig sind und damit das zusammenfasst, was eine Vielzahl unterschiedlicher rechtlicher Regelungen enthält. Als Mitglied des Beirats habe ich Wert darauf gelegt, dass... Die allerwichtigsten Regelungen in dem Wertekodex enthalten sind, damit der Berufsträger weiß, worauf er Wert zu legen hat und damit auch ein Vertrauen in den Berufsstand und in die Integrität der Wirtschaftsprüfer zum Ausdruck kommt. Und vom Kodex erwarte ich, dass... Dass er von dem Berufsstand, von allen Berufsträgern, aber auch in den Wirtschaftsprüferpraxen gelebt und angewendet wird. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, wie viele unterschiedliche Überlegungen in die Entwicklung des Kodex eingeflossen sind. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch noch mal ganz herzlich bei allen IDW-Mitgliedern bedanken, die sich mit ihren Beiträgen während der Konsultation engagiert haben. Herr Dr. Mellinghoff hat noch einmal zum Ausdruck gebracht, welche Bedeutung der Kodex aus seiner Sicht hat. Der IDW-Vorstand empfiehlt dem Berufsstand, den Wertekodex anzuwenden, ihn sich zu eigen zu machen und ihn zu leben. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.